Willkommen in Europas offiziell ältestem vegetarischen Restaurant. Eingetragen im Guinness-Buch der Rekorde. Willkommen im Haus Hiltl. Seit 1898 pilgern hierher Menschen, die sowohl Wert auf gute, gesunde Küche als auch auf hervorragenden Service und Wohlfühlambiente legen. Rolf Hiltl führt das Traditionshaus in vierter Generation und sorgt für frischen Wind. Wir haben sicher die Marke verjüngt. Sie ist auch sehr zugänglich für ganz, ganz junge Leute, aber auch für Großmütter, die mit ihren Enkeln kommen, auch für Kinder, Kinderkochkurs. Und ich denke, wir können die Marke über die Schweizer Grenze heraus etablieren als führendes vegetarisches Haus in Europa. So ist das Hiltl heute weit mehr als nur ein Restaurant. Es ist eine Institution und eine Marke, die funktioniert. Im hauseigenen Kochatelier können Interessierte der hohen Kunst der vegetarischen Hiltl-Küche frönen. Und für zu Hause finden sie in den Hiltl-Kochbüchern die besten Rezepte zum Nachkochen. Doch warum hat man sich entschlossen, nun auch noch in der Zürcher Clubszene mitzumischen? Erstens mal ist Clubbing vegetarisch, oder? Das ist also, wir haben 30 Wodka-Sorten bei uns an der Barrunde. Das ist etwas, das funktioniert. Und wir haben sehr lässige junge Leute, die da teilweise essen gehen. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, übrigens, der essen kommt. 70%. Sehr viele schöne Frauen, die zu uns kommen. Und wenn die natürlich nachher noch in den Club gehen, ist perfekt, oder? Doch trotz aller Neuerungen, das erfolgreiche Grundrezept lautet gutes Essen, spannende Menschen, toller Service und frische, frische, frische. Man muss sich als Gast verlassen können, dass es super ist, dass es tiptop ist, dass keine Gefahren sind. Und da sind wir sehr, sehr stark drauf. Also persönliche Hygiene, Hygiene am Arbeitsplatz, auf dem Teller, frische, radikale Frische, sagen wir. 150 Mitarbeiter sorgen für zufriedene Gäste. Sie stammen aus der ganzen Welt. Die Fluktuation ist gering. Sie alle haben sich dem Prinzip der dienenden Führung verschrieben. Wir haben das Organigramm umgekehrt. Also ich selber bin zu unterst und zu oben ist der Gast. Und dann geht kurz nach dem Gast der Servicemitarbeiter oder der Koch. Und es geht darum, dass wir sagen, im Haus Hiltl gibt es keine Vorgesetzten, sondern nur Vorbilder. Weil ein Vorgesetzter, der sitzt vorne an und behindert die anderen beim Arbeiten. Und das will ich nicht und ich versuche wirklich auch ein Vorbild zu sein für unsere Leute. Wie gut das Hiltl ankommt, zeigt auch folgende Zahl. Nur rund 10% der Gäste sind Vegetarier. Eigentlich.